Ja, Alter, was soll ich sagen? Noch lübt es hier anscheinend. Noch ballert hier immer mal wieder der Aal rein. Also, ich hoffe, da geht noch was. Wir haben jetzt gerade 3 Uhr in der Nacht. Das heißt, ich stehe hier schon eine Weile. Und ich kann sagen, ja, es sieht nicht so schlecht aus fürs Aalangeln. Also, ich hoffe, da ballert noch einer. Ein richtig schön großer Feister. Bis jetzt sieht es so aus. 2 schöne Aale. Und das war das andere, was ich natürlich teste. Mistwurm ballert direkt einen Giebel drauf. Als Trophy auch nicht schlecht. Also 1,8 Kilo Aal, 1,2, fast 1,3 Kilo Aal. Die beiden Kandidaten sind schon mal im Sack. Nicht so schlecht. Übrigens, der erste hat hier ganz rechts gebissen auf der Route hier. Und ist, ich habe nur gesehen, dass die Schnur auf einmal wegtreibt. Ähnlich wie bei den Muscheln am Windenbach. Die Schnur trieb weg. Ich habe hochgehoben die Route, habe R gedrückt zum Kontrollieren. Es war noch kein Biss. Kurbel, 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 rechte Maustaste, Anschlag. Und dann hat es erst gehakt. Also auch da ganz gefährlich, hat ganz sanft nur gebissen, ganz vorsichtig gebissen der Fisch. Sehr zarter Biss, nicht wie sonst, was man ja häufig auch mal hat, dass man quasi, wahrscheinlich aber auch eher bei den größeren, ich meine, der war jetzt 1,8 Kilo nur, dass man sofort die Rute runterschießen sieht und Attacke Vollgas, dass sie dann abhauen. Darauf würde ich jetzt natürlich noch hoffen. Das wäre ja der Oberhammer. Jetzt nochmal so ein schöner 3-4 Kilo Aal. Hatte ich auch schon länger nicht. Könnte ich gerne nochmal mitnehmen hier am Wolchow. Also, Fischfetzen soll funktionieren. Was soll noch funktionieren? Köderfischmontage. Heißt also mit dem Frosch rein oder mit dem Kaulbarsch rein. Teste ich vielleicht nochmal in der nächsten Nacht. Wäre vielleicht auch nochmal eine Option hier. Einfach mal mit Köderfischen rangehen. Nachteil von Köderfischen, man hat halt immer die Chance auf Hecht. Und dann kommen wir direkt zum nächsten Nachteil. Man muss relativ hechtsicher reingehen, was wiederum ein dickeres Setup bedeutet. Und das möchte ich halt gerade vermeiden. Ich zeige mal eben das Setup hier. So dünn und klein und zart bin ich hier gerade unterwegs. Das heißt, normal mit den Feederrouten hier jetzt gerade, mit der HSV als Allround-Rolle, dann hier einen 6,9 Kilo Fluorocarbon. Ich angle in letzter Zeit sehr viel mit Fluorocarbon only, ohne einen Vorfach, nur quasi das Vorfachsmaterial als Hauptschnur. Das Schöne ist, bei der Stärke der Schnur, die ist halt relativ dick immer, passen trotz allem, weil die HSV eben so einen riesen Kopf hat, wo viel Schnur drauf passt, passen immer noch ausreichend Meter drauf. Die ist sogar schon mal abgerissen hier, aber auf den anderen Rollen sind 300 Meter drauf. Ja, kleines 40 Gramm Blei, Schlammfarben, wir haben hier schlammfarbenen Untergrund, Einser Haken, Tauwurm. Das könnte man eigentlich nochmal eben ändern. Gerade jetzt hier, wenn es langsam hell wird, wollen wir noch weniger, also doch deutlich weniger, dass dann Giebel und Co. reinballern. Ich nehme nochmal hier den Fischfetzen und dann raus damit. Und wie man schon sieht, es ist ziemlich weit draußen sogar. Zack. Knapp oder ziemlich genau auf 20 Meter geklippt. Und was man noch sieht, die Schnur geht ziemlich steil runter. Bedeutet, ich lande hier in diesem etwas tieferen Bereich. Und das ist halt genau der Punkt. Hier an dieser Kante will ich landen. Da sollen die Köder liegen. So soll das sein. Und da waren auch gerade die Bisse. Also, von der Position her, ich glaube, man hat es gesehen, eben rüber hier mit der Fähre. Dann von dem Anleger aus, irgendwo da vorne ist er, genau, von dem Anleger da aus hier kurz rüber gelaufen. Das geht ratzfatz. Kann man auch mal schnell in den Abendstunden, 18, 19 Uhr, nochmal schnell zum Wolchow rüber, mal eben den Aal mitnehmen. Das ist in unter einer Minute steht man hier
und kann sofort loslegen. Ja, dann wie gesagt, vom Setup her recht fein rangehen, zart rangehen. Vielleicht auch ruhig mal mit dem dünnen 6,8er Vorfassmaterial. Auch das vielleicht mal, dieses Karpfen-Vorfassmaterial kann man bestimmt auch nochmal testen. Also ruhig relativ zart da reingehen und ich sag mal so ein 1er-Haken, 1-0er-Haken so in dem Bereich, auch das kann man gerne testen. Manche gehen auch gerne mit einem 6er- oder 4er-Haken da dran, kann man bestimmt auch ganz gut machen. Ich hätte allerdings gerne die kleinen, die versuche ich immer so ein bisschen auszuschließen, die kleinen Aale. Deswegen gehe ich da immer ganz gerne groß dran. Also große Haken, 1er oder 1-0er, die baller ich da ganz gerne drauf. Ja, und jetzt geht das Ganze halt so, ich würde sagen bis 7 Uhr, 8 Uhr ungefähr. Und dann reicht es mir auch, dann werde ich hier gleich vielleicht noch ein bisschen Spinning machen oder sowas. Oder nochmal auf Z-Fische testen. Die sollen ja auch hier zuletzt wieder gefangen worden sein auf 71-100. Testen wir gleich mal. Aber ja, das ist so das A und O fürs Aalangeln. Und genau, was man noch machen kann, es gibt nicht nur halt diese Stelle, sondern man kann eben auch das Ganze ein bisschen ausweiten. Vor Jahren war auch hier mal immer wieder ganz gut diese Area. Oder was ich zuletzt auch erfolgreich gemacht habe, das war da eine Route, hier eine Route durch und hier eine Route hin, alle gleich weit raus. Auch hier, wie gesagt, in der Mitte waren Bisse da drauf. Also man kriegt hier wohl an dieser gesamten Kante in dieser Area komplett hier immer mal wieder die Chance auf den Aal. Ja, so, jetzt lassen wir das Ganze. Ich stelle mal eben die Bremsen nochmal so auf 15, 16, dass sie so ein bisschen Widerstand geben. Und dann gucken wir gleich nochmal kurz auch in den Kescher rein, was denn so ein Aal bringt. Denn ja, die Nacht ist ja jetzt quasi schon fast rum. Fischfetzen sind überall drauf. Das heißt, das Einzige, was reingeht, ist eine Quappe, ein kleiner Wels oder halt der Aal. So, was haben wir denn? Alter, na siehste, ist doch nicht schlecht. Für mal eben Viertelstunde, 77 Silber. Das ist auch äußerst angenehm. Kann man mal machen, den ollen Aal. Ja, und dann natürlich auch immer das Schöne, wenn die so von der Färbung sind, ne? Also die Färbung quasi dieses Grünliche, nicht mehr dieses Bräunliche ist, dann macht das Bock, der Aal. Ja, immer wieder cool, aber auch immer wieder viel zu selten, um da drauf so gezielt zu gehen, vor allem mehrere Nächte. Ich mache es halt eigentlich immer nur meist dann, wenn ich gerade frisch einlogge, wenn ich sehe, okay, die Uhrzeit passt mir gerade nicht, es ist vielleicht gerade Abend oder es geht in die Dämmerung, dann denke ich mir, okay, teste doch mal so die erste halbe Stunde auf dem Aal, vielleicht ballert ja zufällig was rein. So, zack, zack, die verkaufen wir schon mal, ich renne direkt wieder zurück zum alten Spot und ja, dann hoffen wir mal auf die nächsten Aale, oder? Petri, ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, ganz kurzes Ding nur, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags um 19 Uhr. Petri.